Leute, ihr seid wirklich so, ich will es gar nicht aussprechen, aber echt krass, was sich hier abgespielt hat. Also ihr seid wirklich die Besten. Die Community, die ich derzeit so ein bisschen um mich herum schare, ist wirklich, wirklich nett, muss ich sagen. Denn die helfen mir, wo sie nur können. Und das finde ich unheimlich cool. Ich meine, ich kann ihnen auch ab und zu mal helfen, vielleicht mit dem einen oder anderen Tipp oder Meinung. Aber mir wurde ja gestern Abend sehr, sehr nett geholfen, als ich noch die Clanspiele hier fertig gemacht habe. Also mit dem Toti habe ich die 5K erreicht. Das wollte ich eigentlich heute noch mit dem Avatar machen. Der hat jetzt erst so 1500 oder ich weiß gar nicht, oder noch weniger. Mal sehen, ob ich den wenigstens noch in die 4K reinkriege, dass wir noch ein zweites Mal reinpacken können. Aber ich habe die 5 hier gemacht. 4 hätten gereicht. Ich weiß, wir waren sowieso schon durch für die schönen Rewards. Aber wie gesagt, man kann ja dann zweimal reingreifen, wenn man die 4000 geschafft hat. Haben wir aber gestern Abend fertig gemacht. Und wir haben hier tatsächlich mal die Weihnachtsbäume so ein bisschen noch nicht sortiert. Noch nicht sortiert, aber wir haben sie. Also alle Weihnachtsbäume haben eine Schippe. Ja, ich kann sie also immer wieder. Nee, wieso kann ich? Ah, nee. Oder habe ich das? Habe ich den darum geschieht? Ah, der. Okay, der hat noch keine Schippe. Den kann ich also gar nicht vertauschen. Der braucht noch eine Schippe. Der braucht noch eine Schippe. Alle anderen sollten eigentlich eine Schippe haben. Das sieht man daran, dass hier unten kein Schippensymbol mehr ist, sondern dass ich den Baum einfach so verschieben kann. Und da habe ich gar nicht drauf geachtet, dass ich den noch gar nicht verschieben kann. Dann nehmen wir, war das jetzt meine letzte Schippe? Ich glaube, das war meine letzte Schippe, ne? War das meine letzte Schippe? Ja, ich habe keine Schippe mehr, okay. Aber es gab ja eine hier, die habe ich natürlich auch genutzt und so haben wir hier mal ganz nett die Weihnachtsbäumchen aufgestellt. Ich habe auch schon eine Auflistung, von welchem Jahr ist welcher Baum. Letztendlich habe ich aber nur 9 Stück und ich spiele seit 10 Jahren, okay. Ich habe im Juni 2014 angefangen, dann habe ich wohl den 2014er Baum womöglich weggemacht oder irgendeinen anderen, der mir nicht gefiel. Muss ich mal gucken, welcher mir da tatsächlich fehlt. Leider gibt es die Bäume nicht nachzukaufen wie Skins oder Szenerien. Zumindest habe ich noch nichts im Shop gefunden, wo jetzt drin steht Weihnachtsbäume. Ne? Wo jetzt drin steht Weihnachtsbäume und richtig, richtig krass, was heute Morgen. Wir haben gestern Abend gewettert, was ist heute beim Händler umsonst? Und ich habe gedacht, okay, jetzt war erst die Hero Potion, jetzt kommt bestimmt die Power Potion. Nein. Book of Building. Wie geil ist das denn? Jetzt habe ich es doch gesagt. Ah, krass. Wirklich, wirklich krass. Und allerdings muss ich wieder durch so viele Accounts fegen und muss mir dieses Schnäppchen holen. Ich habe immer noch nicht den Weihnachtsmann. Ich habe immer noch nicht den Weihnachtsmann. Und ich habe auch noch keinen Schnee ums Haus. Genau die beiden Sachen, 650 Gems, fehlen mir eigentlich noch zu meinem Glück. Aber warum seid ihr eigentlich so toll? Weil wir auch im Clan Free-to-Play die Clanspiele doch geschafft haben, ohne meine dusselige Hilfe. Ohne meine dusselige Hilfe haben wir das hier gepackt. Und ich muss mal gerade gucken, wo wir hier stehen. Wir sind jetzt bei 80.000. Das ist echt krank. Ich meine, hier sind natürlich ein paar Leute reingekommen, ja, und effektiv mitgespielt haben. Haben doch 30 Leute. Doch, na Wetter. Okay, der unten hat noch gar nichts gemacht, der Ecki, zwei Socken auch. Ich wollte eigentlich mit den hohen Accounts hier, auch mit dem Donnerbengel, noch so ein bisschen wenigstens in die 1000 Punkte kommen, denn meine Accounts hier, die recht hoch sind, spiele ich doch richtig krass jetzt im Pass rein, muss ich sagen. Also auch im Free Pass. Der Beckensheriff ist schon fast durch. Und er hier ist auch auf einem echt guten Weg, was zu werden. Denn ihr habt es ja gerade gesehen. Oh, der geht ja immer noch weiter, der Balken. Okay. Ihr habt es ja gerade gesehen. Vieles ist hier auch schon fast fertig. Ja, noch einmal hier den 3-Sterne-Bonus holen. Hier noch so ein paar Schüsseln von machen. Hier noch ein bisschen looten. Also dann kommen noch richtig viele Punkte rein. Hier ein paar Mauern. Allerdings in der Home Village. Und da gebe ich im Moment, glaube ich, eher wenig aus für Mauern, sondern eher für andere Sachen. Aber auch hier, oh, kann ich das Buch, kann ich es gut gebrauchen oder was? Wie findet ihr es? Dass es so ein cooles Buch heute im Shop gab. Kann Supercell ruhig bei weitermachen, ne? Morgen Universalbuch, danach ein Heldenbuch. Schick. Und vielleicht auch eine dunkle Rune, wa? Eine dunkle Rune. Eine dunkle Rune beim Händler. Für Noppes. Das wär's. Echt, das wär's wirklich.
Muss ich echt mal so sagen. Aber dann lass mal noch ein Spielchen machen hier. Was habe ich denn mit dem Donnerbengel eigentlich am Start? Ich würd sagen, das ist so ein Packer-Smash. Ich würde sagen, das ist so ein Packer-Smash und da brauchen wir einen Heiler. Okay, das sind wieder die billigen Spiele, die hohen Spiele hier. Klar könnte man natürlich jetzt sagen, 3 Sterne gegen ein höheres Rathaus, dann müsste ich schon gegen 13 heran. Ich bin aber nicht so hoch in der Liga. Ja, ich bin aber im Moment nicht so hoch in der Liga. Deswegen nehmen wir das, glaube ich, mit den Heilern. Das ist ganz gut. Und dann geben wir uns eben mal Clanburg. Genug Medals haben wir in jedem Fall. Einen davon, ja, das können wir ruhig machen. Und dann lass mal eben in die Suche gehen. Wie gesagt, ich bin nicht so hoch in der Liga. Ich habe noch gar keine Liga, okay. Dass ich unbedingt so immer auf 13er treffe. Das ist tatsächlich nicht so hier. Und ja, Toto macht einen Wardenwalk mit keinem Warden. Das ist auch cool, ne? Stimmt, ich habe mit dem Donnerbengel hier beide auf. Und dann treffe ich auf so einen 14er, der so krassen Loot hat. Okay. Ah, verdammt. Okay, dann müssen wir das doch anders machen, glaube ich. Ich glaube, wir müssen das doch anders machen. Der hat ja so verdammt viel Loot für uns hier oben. Die 3 Bohrer sind rappelvoll. Okay. So. Mann, das sind jetzt. Wie machen wir das denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Hinterher. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. King mit rein. All in hier. Boah, richtig krass. Richtig krass. Ja, habe ich jetzt nicht. Habe ich wirklich nicht mehr dran gedacht, dass der Donnerbengel hier ja was eigentlich was ganz anderes macht. Ja, der macht. Was heißt, was ganz anderes macht? Macht er natürlich nicht. Macht schon das Richtige. So, hier einmal gefriest. Und kommen wir da eigentlich durch? Kommen wir hier eigentlich durch? Ja, ne? Mal gerade gucken. Ah, wir kommen hier ganz gut durch. Okay. Wir kommen hier ganz gut durch. Und haben den einen Stern. Ich glaube, wir brauchten nur einen Stern, ne? Ein bisschen Loot haben wir auch mitgenommen. Ne? Ein bisschen Loot haben wir mitgenommen. Die gehen auch noch ganz gut durch. Kriegen einen Scattershot. Ah, die gehen jetzt auf die Helden. Und der hat schon. Na, so gute Helden hat er jetzt da nicht. Aber ach, das haben die auch noch geschafft. Okay, das haben die noch gepackt. Sehr schön. Aber ich denke mal, mehr wird's nicht, oder? Ah, der Scattershot ist hart. Oh doch. Klamburg haben wir auch noch. Aber da war, glaube ich, ja fast nichts drin. Hier hinten ist noch ein Bogenschütze. Der hat noch einen. Okay, der hat noch 1:32. Ja. Bis gleich. So, die 1:32 sind fast um. Okay. Ja, ich schneide euch das raus. Ich habe mir nämlich gerade einen Kaffee geholt. Dumpti-dumm. Ja, wenn man gierig ist und alles haben will, ne? Ich bin gierig und will alles haben. Vielleicht habe ich Glück und der Minenwerfer schießt jetzt gleich. Ich habe Glück. Okay. Ja, das Drama ein Ende. Aber gar nicht mal so schlecht. Und wir haben auf jeden Fall wieder ein Clanspiel geschafft hier. Ja, die haben mich gestern Abend auch schon ein bisschen aufgeregt. Überall 150er nur. Und für mehr musstest du dann ganz komische Sachen machen. Aber, oh, 4 Tower, 400 Punkte. Ja, das ist genau das Richtige. Das mache ich aber nicht mehr mit euch. Denn ich glaube, da habt ihr keinen Bock drauf. Zweimal quicken. Da, oh, wir haben das Baubuch. Und der hat noch so viel zu tun hier. Der Donnerbengel. Haben wir uns eben abgeholt. Ja, sieht ganz gut aus. Okay, ich bin ganz zufrieden. Aber wie gesagt, 80.000 hier jetzt schon ein bisschen mehr. 81.000. Richtig krank, Leute. Echt. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr das A für euch oder für uns möglich gemacht habt. Denn das ist hier wirklich keine Selbstverständlichkeit. Die Clanspiele waren hier immer ein trauriges Elend in dem Clan hier. Und wir haben meistens nur so ein oder zwei Stück geschafft, wenn überhaupt. Aber diesmal echt, echt viele Leute reingehauen hier. Natürlich einige, die jetzt nicht unbedingt aus diesem Clan sind, sondern die werden vielleicht dann irgendwann wieder gehen.
Aber man kann übrigens nur als Info für euch, wenn ihr die Clanspiele in einem Clan gemacht habt und wollt in diesem Clan gar nicht sein, weil ihr nur die Clanspiele machen wolltet, dann könnt ihr ruhig den Clan verlassen. Ihr bekommt auch clanlos euer Reward. Ja, dann habt ihr keinen Clan, dann taucht trotzdem die Karre auf hier und ihr könnt euch die Rewards einsammeln, wie ihr es gewohnt seid. Nur mal so als Tipp. Viele fragen ja immer, muss ich so lange im Clan bleiben, bis die Clanspiele vorbei sind? Nein, das müsst ihr nicht. Ihr bekommt in jedem Fall die Clanspiel-Rewards raus, egal wo ihr gerade seid. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Jetzt zum Wochenstart. Okay, Wochenstart war ja eigentlich gestern schon. Hat mich gefreut, haben wir schön gestreamt. Machen wir auch weiter. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr mir mal wieder Aufmerksamkeit geschenkt habt. Lieben Dank an meine Community, die hier die Clanspiele mit mir doch ein bisschen gespielt hat. Und auch wenn ich nicht so wirklich konnte. Aber dennoch fand ich das jetzt schon sehr, sehr cool und sehr, sehr nett. Machen wir nächsten Monat hoffentlich wieder. Danke und ciao, ciao. Euer Toto. Clasht.